Willkommen zu Isaac. Im letzten Part mit Eden. Maggie? Wir machen Maggie mal. Schauen wir mal, wo uns das hinbringt. Cool, Curse of the Lost. Ist ja super. Warum gibt es nicht einen Charakter, der mit Black Candle startet? Einfach gar keine Curses mehr. Das wäre doch der Shit. Okay. Tinted Rock, aber ich habe keine Bomben. Mal schauen, was wir mit Maggie machen. Wenn wir die Option kriegen, werde ich wahrscheinlich auf Devil Deals gehen, weil die Angel Deals mich bei den letzten Parts so ein bisschen enttäuscht haben. Wahrscheinlich, weil ich noch keine guten Sachen freigeschaltet habe, oder ich weiß es nicht. Weil ich einfach Pech habe. Ist halt sehr frustrierend gewesen. Dann kriegst du da Angel Deals und dann ist da nur Scheiße drin. Ja, ich speed down bei dem Charakter, der eh schon scheiße langsam ist. Natürlich. Ja, nehmen wir mal mit. Wir haben eben eh noch nichts anderes dabei. Ist das irgendwie XL? Nee. Komm mir so groß vor. So, wo ist denn der Goldraum? Vielleicht hat der Goldraum ja direkt Epic Hack für mich. Würde ich gut finden. So ein bisschen Epic Hack. Okay, souverän gemeistert. Loki's Horns, ist das euer Scheiß Ernst? Oh, das ist doch so ein dummes Item. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man sich freuen kann, Loki's Horns zu bekommen. So, jetzt du, oder? Ja. Ja, souveräner Bosskampf. Ey. Short Speed Down. Boards of Steel. Ja, ist okay. Wenigstens ein paar Herzen bekommen. Hätte schlimmer sein können mit den Pillen. So. Ach du Scheiße. Ja, Kollege, habe ich dran gedacht, dass du so einen Kack machen kannst. Stirb. Wie viel der ausgehalten hat. Okay, da komme ich nicht wirklich weiter. Ach du Scheiße. Oh, nice. Weiß ich nicht, bringt nichts da oben in den Raum reinzugehen. Oder kriege ich dann Angel Deal Items? Rubber Zement. Ist okay. In Kombination mit ein paar anderen coolen Items ist Rubber Zement schon ganz gut. Auf jeden Fall besser als Loki's Horns.
kriegen wir ja einen Brimstone. Das wäre der Shit. Okay, ganz viele Backspinnen. Bin ich so der Spinnenfreund? Finde ich nicht so toll, die Viecher. Die können mir echt gestohlen bleiben. Damage up, okay, nice. Speed up, auch wichtig eigentlich. Bloody Friend. Ja gut. Nicht das, was ich erhofft habe. Aber es ist ein Anfang. Da haben wir nur... Ja, okay, an die rote Kiste werde ich wahrscheinlich nicht drankommen. Nee, komme ich nicht dran. Schade. Oh mein Gott. Stacheln, explosive Fliegen. Ist ja alles hier in dem Raum. Nein. Also in den letzten Parts kam der Raum mir ein bisschen zu oft mit diesen Viechern. Ach, gehen wir mal darüber. Der Shop, aber nicht der Goldraum. Ja, mein Yamhard bringt mir halt auch gar nichts. Da würde ich auch gerne irgendwas Besseres für haben. Es ist zwar geil, dass man ein Herz regenerieren kann, aber in so einem Bosskampf bringt das halt gar nichts, ne? Cool, kannst ein Herz regenerieren. Ach, da lebt noch einer. Okay. Entweder ist der Goldraum irgendwo unten oder er ist irgendwo unten. Ach du Scheiße. Dankeschön. Sollte ich in den Shop reingucken? Ich weiß nicht, ob ich noch ein bisschen Geld finde oder dass es sich lohnt. Gucke ich in den Shop rein und dann ist da einfach nur Green. Wo ist denn der Goldraum? Da kommt der Goldraum gleich noch. Nee. Ist zwar eigentlich interessant für Maggie, weil Maggie scheiße langsam ist. Aber diese, dass ich da ab und zu mal so Zähne schieße, das ist schon irgendwie besser, meiner Meinung nach. Nee, sehe ich halt auch nicht wirklich. Ist jetzt nicht so ein Item, wo ich sage, jo, dafür gebe ich 15 Cent aus. Oh, krasser Zehner liegt da unten. Au. Yay, Mom's Razor. Ja, das ist halt auch ein richtig miserabler Run gerade. Also die Items, die ich kriege, sind jetzt nicht der Shit.
Das Beste, was ich bekommen habe, ist unten der Jawbreaker. Ja, Jawbreaker. Das ist bisher das Beste, was ich habe hier. Der teilt wenigstens Damage aus. Nice. Und kein Deal. Super. So, wir sind bei 10 Minuten ungefähr. Und wir sind jetzt in Caves 2. Weiß ich nicht, ob Boss Rush drin ist. Oder ob wir eventuell ein bisschen zu langsam dafür sind. Ich meine, wir werden uns weiter beeilen. Vielleicht kriegen wir den Boss Rush ja noch. Aber ich will halt auch keinen Goldraum oder so überspringen. Und ich will nicht unbedingt viel Damage kriegen. Also kassieren. Wenn ich mehr Damage bekomme, wäre natürlich schön. Weil ein Damage von 5,19. Warum ruckelst du? Ich mach doch nicht. Was ist los mit dir, Spiel? Kann sein, weil ich noch was hochlade. Das könnte sein. Aber eigentlich müsste das schon fertig sein mit dem Hochladen. Na, wenn es jetzt nicht mehr ruckelt, dann weiß ich, dass der Upload fertig ist. Ach du Scheiße. Das ist so ein Raum, da fragt man sich, okay, was kill ich als erstes? Das habe ich auch in den letzten Parts irgendwie jedes Mal bekommen. Ein Witz ist das doch. Das Spiel hat zig Dutzend verschiedene Items und kriegst immer den gleichen Shit. Kurz mal hier reingucken. Dann wieder rausgehen. Sich fragen, warum man überhaupt in die Shops reingeht. Ja, irgendwas. Ja, ich glaube, das ist wegen dem Upload. Kann gut sein. Und ich bekomme wieder keinen Deal. Leute, was ist denn los? Wo sind meine Devil Deals? Okay, ich habe noch 8 Minuten. Wird kritisch, bin ich ganz ehrlich. Das wird kritisch. Au. Okay, wenigstens ein bisschen Speed. Können wir eigentlich ganz gut gebrauchen gerade. Ach Mann. Jetzt beeile ich mich wieder und jetzt kassiere ich wieder Unmengen an Schaden. Down. Ich habe keine Bombe. Mensch. Ah, ich krieg aber jetzt eine Bombe, oder? Ich krieg sogar eine große Bombe. Ja, ich weiß, ich hätte die Steinkiste eigentlich darüber schieben können.
Hätte die Steinkiste und den Stein wegmachen können. Aber ist mir egal. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, wir sind bei 13, ist okay. Bitte, ich will meinen Devil Deal nicht verlieren. Ich bitte dich, große Monsterspinne. Du Stück Scheiße. Moms Contact. Okay, nice. Und wir sind Mutter geworden. Die Mother-Transformation, die... Keine Ahnung. Nichts bringt in meinen Augen. Kriegst du irgendwie keine Stat-Ups oder so? Kriegst dieses fucking Mom's Knife, was dir da hinten am Arsch klebt. Mehr ist das nicht. Also eine der schlechtesten Transformationen, würde ich behaupten. Oder übersehe ich da irgendwas? Nice. Verstehe ich eh nicht, wie die Leute teilweise Fans von Mom's Knife sein können. Jedes Mal, wenn ich Mom's Knife hatte, war es irgendwie ein Fehler. Ich meine, ich kann es ja verstehen, Mom's Knife kann fucking stark sein. Keine Frage. Weil irgendwie... Ich weiß ja nicht so. Ja, wow. Da ist nur Scheiße drin. Okay, wir haben noch 4 Minuten. Bisschen was eingezahlt, unser Luck erhöht. Was recht gut ist für den Jawbreaker. Einfach, dass ich jetzt in die richtige Richtung laufe. Nicht, dass ich gleich auf die andere Seite der Map muss, um zu Mom zu kommen. Das wäre halt richtig fail. Au. Ja, renn in mich rein. Der andere kommt da nicht raus und du rennst in mich rein. Okay, auf geht's. Bosswash wird aber hart, wenn ich den mache. Es sei denn, ich krieg jetzt hier irgendein geiles Item. Ah, okay, da kann ich auch Zähne schießen. Wir nehmen den. Und wir versuchen es einfach. Vielleicht kriegen wir einen guten Boss Rush, den wir gut überstehen. Während des Boss Rushs spawnen ja auch manchmal Soul Hearts und so ein Shit. Also, wir schauen mal. Die Bombe hat nicht getroffen.
Bring ihn um, bring ihn um, bring ihn um. Nice. Oh shit. Fuck, schon wieder daneben. Er muss weg, er muss sowas von weg. Ja, er wird mich killen. Er wird mich sowas von killen. Ich mache nicht genug Damage, um ihn schnell zu töten. Machen wir uns erstmal hier um Dinge. Alter. Er greift doch nicht diese fucking Fliege an, die da an der Wand lang liegt. Er fokussiert sich halt voll auf mich. Jetzt hat er sie gerade angegriffen. Okay. Halbes Herz. Natürlich. Wie soll es anders sein? Und ich mache den Fehler auch ein zweites Mal. Mein Gott, ich bin so gut tot. Der mit seinem Brimstone. Mein Gott. Fuck! Na gut. Ich glaube, ich wollte einfach zu viel mit Maggie. Wir hätten einfach weitergehen sollen, Mams hart machen sollen und gut wäre. Na gut. Müssen wir beim nächsten Mal nochmal probieren. Leute, schaut euch die anderen Videos auf jeden Fall auch an. Schaut im nächsten Part auch wieder rein. Mal schauen, ob wir es dann wieder mit Maggie machen oder irgendeinen anderen Charakter. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Und ich sag... Bye-bye.